In Dillas Kosmos geht's um Fun, Ehrlichkeit, ums Wegträumen und auch ganz schön viel um ihr Lieblingsgetränk Aperol Spritz. Von Rot zu Grün, aus Münzen werden Scheine auf der Avenue, große Schritte werden kleine. Dilla heißt übrigens eigentlich Amadea Ackermann und kommt aus Bayern, Nähe München. Angefangen hat sie unter ihrem Vornamen Amadea mit englischsprachiger Musik. Seit 2021 veröffentlicht sie als Dilla auch auf Deutsch und bald im Oktober soll ihr Debütalbum Also bin ich rauskommen. Auch live macht es ziemlich viel Spaß mit ihr, hat sie zum Beispiel beim Puls Open Air 2023 gezeigt. Mit dir.